Das ist, scharf zusammengefasst, die Botschaft vom sogenannten Benzingipfel in Berlin. Für wie blöde manch ein Regierungsvertreter die Autofahrer hält, die immer noch kein E10 tanken wollen, das demonstriert dieser feine Herr hier. Sie kennen alle dieses Teil. Das ist der Kraftfahrzeugschein. Und wir haben heute einfach mal ausprobiert, wie lange es dauert, über diesen Kraftfahrzeugschein mit der Fahrzeugidentnummer aus dem Internet herauszubekommen, wie ein Fahrzeug auf E10 reagiert. Die Arroganz ist kaum zu überbieten. Erst das Totalversagen in der Informationspolitik und dann auch noch die Verbraucher beleidigen. Wir wussten nach 50 Sekunden Bescheid, ob dieses Fahrzeug, hier übrigens das Fahrzeug meiner Sekretärin, E10 tauglich ist. Nein, so kommt man nicht wieder ins Gespräch mit